Moin, hey und hallo und auch herzlich willkommen zurück bei Cube World. Was? Warte mal. Hä? Cube World? Spielst doch immer noch in der Alpha und außerdem wurde das Let's Play doch bis zur Beta pausiert. Warum ist denn jetzt eine Folge da? Ja, das liegt daran, dass ich ja auch gesagt habe, erstmal respawn ich mal eben. So. Ich habe auch gesagt, dass ich. Ach, da bin ich wieder. Alter, lang ist's her. Dass ich immer mal wieder Folgen zwischendurch mache, bis zur Beta, wenn ich mal Bock drauf habe. Und momentan habe ich einfach mal wieder Bock drauf. Und jetzt nehme ich einfach mal wieder zwei Folgen auf. Ich weiß. Zwei Folgen. Halbe Stunde ist nicht gerade so viel. Aber ja. Jetzt habe ich einfach mal wieder richtig viel Bock. Und ja, jetzt gehe ich hier mit frischem Elan an die ganze Sache ran. Und Duraron-Tree, ich würde mal sagen, den gucken wir uns einfach nochmal kurz an. Dann kann es hier auch weitergehen mit unserer Reise. Und oh, ist jetzt schon wieder 1,5 Monate her, ungefähr. Es ist jetzt ja schon Anfang Januar. Und ach, schön. Endlich mal wieder Cube World. Und hier ist Theo und ich freue mich. Oh. Aber ich muss mich erstmal wieder komplett an das Spiel gewöhnen. Das ist echt so, weil wenn man längere Zeit nicht mehr gespielt hat, dann klingelt das Telefon. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Keine Ahnung, ich glaube nicht, weil die Sounds so laut sind. Könnte aber trotzdem angehen. Brauche ich nicht für Rogue. Ich weiß ja immer noch, was ich bin. Da ist Pet Food. Pet Food könnte ich doch immer mal gebrauchen. Und. So, nein, ich. So. Ja, da nicht. Und das hier ist übrigens auch die erste Folge mit dem neuen Mikrofon, klar. Ich habe das neue Mikrofon ja auch erst seit dem neuen Jahr. Da kann das Mikrofon ja auch schlecht im November schon da gewesen sein. Weil, ja. Ich denke mal, ihr versteht das. So, hier. Human, alles noch Humans. Langweilig. Langweilig. Euch besiege ich doch im Schlaf hier, euch Menschen, ihr bösen Viecher. Nein, noch mehr Katzen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht auf dieses Spiel klar. Alter, ja, das sieht schon mal geil aus für mich. Oh, gestunt. Geil. Komm her. Nein, ich muss noch mal stunnen, damit ich meine Dingstränke rausholen kann. Ja, gut, gestunt. Und jetzt. Stimmt, das hat sich immer nie geöffnet. Immer. Nee, ja. Das war natürlich immer das Blöde, so, dass ich schon mal nur ein XP für einen, so einen großen Typen wollte mich verarschen. Ah, und ich bin jetzt auf Level 5, yay. Nach 30 Folgen habe ich sehr viel geschafft, muss ich schon sagen. Sehr effektiv und naja. Vielleicht sind wir in Folge 31 ja mal etwas effektiver. So, was haben wir hier? Warrior. Geld, auf jeden Fall immer. Noch mehr Geld. Ja, brauche ich alles nicht. Noch mehr Geld. Also Geld kann ich immer gut gebrauchen, so ist es ja nicht, aber den Rest, den brauche ich jetzt nicht unbedingt, beziehungsweise kann ich gar nicht gebrauchen, außer ich verkaufe ihn eben. Aber ja, bis ich den erstmal bis zur nächsten Stadt geschleppt habe. Nee, nee. So, dann gucken wir mal. Ah, das sind wieder die Typen, die beim letzten Mal besiegt haben. Und ja, ich kann jetzt auch mal meinen Satz vollenden, den ich ja zu dem Zeitpunkt leider nicht vollenden konnte. Aus Gründen von, ja, ich sag mal, einer Challenge an mich selbst. Dass ich nach drei Toten, das ist keine Challenge, nach drei Toten sofort die Folge beenden, ist ja keine Challenge. Das macht man ja einfach. Aber, ja, deswegen habe ich ja direkt die Folge beendet. Und eigentlich wollte ich sagen, vielleicht kann man es verstehen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich nur noch sagen, ich freue mich auch wirklich auf die Beta. Und ja, das ist immer noch der Fall, weil die Beta ist immer noch nicht da. Denn da arbeiten ja auch nur der Herr Wolfgang von Funk und die Frau von Funk. Ist seine Ehefrau oder nur seine Freundin? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, da arbeiten ja nur zwei Leute dran. Und ja. Es das heißt also, es könnte dauern bis zur Beta. Und da ich eben nicht weiß, wie lange. Der auf Twitter da auch nichts bekannt gegeben hat oder eben auf seiner
Website pigroma.de oder .com, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall, da stand eben noch nichts, aber da stand, dass es auf jeden Fall neue Biome gibt und die findet man jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt in eine schon bestehende Map implementiert werden. Es könnte natürlich auch angehen, dass jetzt nur Maps, die jetzt erstellt werden, also nach dem Update erstellt werden, dass dann auch nur die eben die neuen Biome mit drin haben. Oh, war das knapp. Huiuiuiuiui, das ist ja nicht gerade. Puff. Ah, es ist wirklich so. Pff, ihr könnt meine Freunde wahrscheinlich. Meine Freude gerade gar nicht so wirklich irgendwie. Ja. Ihr könnt gar nicht wissen, wie ich mich freue. Aber ich freue mich wirklich so doll, dass jetzt mal wieder Cube World angesagt ist. Denn ich habe es wirklich vermisst. Ich habe diese Voxel-Optik und alles hier dran einfach vermisst. Und diese Charaktergestaltung. Alles. Bis auf das lahme Leveling. Das war schon so ein bisschen kacke, aber das lag ja auch ein bisschen an mir. Und daran, dass ich eben auch nie wirklich auf Gegner losgegangen bin. Oh komm, Alter, wenn ich die in dieser Folge besiege, dann ist es meine ultimative Rache. Also man kann es jedenfalls so sagen. Oder eben so nennen. Aber, Alter, wie wenig. Das ist eben das Problem. Ich habe dir erst so wenig Leben abgezogen und die hat mich jetzt schon fast down. Aber Theo kämpft ja auch wacker mit und. Naja. Vielleicht schafft man das ja irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie wird da schon irgendwas möglich sein. So, die Gehilfen habe ich jetzt zwar alle besiegt, aber die Tante da, ah, die kriegt man nicht ganz so schnell down. Aber ich setze hier ordentlich zu. Jedenfalls gebe ich mein Bestes. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht gerade einfach gegen die irgendwie zu bestehen. So, Leben wieder voll. Gestunt, jetzt auf die. Gestunt. Jetzt erstmal die Gehilfen hier wegräumen. Oh, die spawnt immer wieder neue, glaube ich. Also, es bringt es gar nichts, wenn ich die Gehilfen besiege. Na klar, die machen wir immer wieder Damage. Das ist ja auch das Blöde. Und eben auch das Nervige vor allem. Aber. Also, ich setze wirklich diese Folge einfach nur. Es ist jetzt mal einfach nur das Ziel, dass ich jetzt diese Tante hier ohne zu sterben besiege. Also, es geht doch gar nicht anders, weil sonst, ja, füllt die ja immer wieder ihre Leben auf und dann habe ich sowieso verkackt. So, jetzt hat sie erstmal Theo als Ziel. Jetzt mein Leben voll. Jetzt hau ich noch einmal drauf. Ja, ist schon gute Teamarbeit, aber allein ist es wirklich schwer, gegen so einen Boss anzukommen. Ich glaube, die mit dem Namen sind sogar Boss der ganzen Region. Nicht nur das Dungeon, also mit dem lilanen Namen. Hier, Klarna. Die gute Klarna. Also natürlich nicht Klarna, die Firma, die irgendwas mit Rechnungen macht oder sowas. Aber ja, Klarna. Ohne R eben. So. Oh, das kann super schwer werden. Es wird super schwer, es wird super schwer. Ich weiß echt nicht, ob ich das schaffe. Und es könnte sich sogar einfach eine Aufnahme nur mit Bossfight. Das ist auch mal was. Das könnte ich ja fast als Special rausbringen. Einfach nur Bossfight Special. Die ganze Folge nur ein Fight. Oder die beiden Folgen eben. Oder ich nehme das hier alles einfach als eine Folge, die dann ein bisschen länger wird. Nein, ich wollte eigentlich. Nein, jetzt habe ich einen Trank verbraucht. Nein, das ist blöd. Nein! Wie kann das denn angehen? Nein, mach doch nicht so einen Scheiß, du Mann. Oh, jetzt habe ich so viele Tränke verbraucht. Doch, das ist doch Kacke. Mann. Gegen den Typen komme ich eh nicht an, das weiß ich so schon. Zwerg. Naja, das werde ich wohl noch schaffen. Das werde ich hoffentlich noch schaffen. Alles andere wäre auch ziemlich peinlich. Wenn ich gegen einen blauen Gegner hier verliere, das wäre sehr, sehr, sehr peinlich. Welchem Level ist Theo eigentlich? Kann ich gleich mal gucken. Ah, oh, da ist ja schon eine Stadt. Das ist gut. Was haben wir hier für eine Pflanze? Eisflower. Was kann ich mir eigentlich so machen? Oh, ich habe schon so lange nicht mehr. Es ist zu lang, aber.
Anderthalb Monate sind doch so eine recht lange Zeit, wenn man mal so richtig aus dem Spiel raus ist. Für anderthalb Monate ist es dann erstmal wieder so eine Sache. Ich wollte gar nicht die Map öffnen. Ach, jetzt kommt das schon wieder. Ich weiß echt nicht, warum das immer der Fall ist. Das ist zu blöd. Toll. Jetzt schließt sich die Map wieder nicht. Also jetzt machen wir einfach mal das restliche Let's Play einfach. Ja, doch nicht so. Ja, das Crafting-Menü, das wollte ich auch schon vor 8 Minuten öffnen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Folge überhaupt schon 8 Minuten lang ist. Aber ja, das hat sich scheinbar noch nicht geöffnet. Hier kommen wir her, das weiß ich. Komm. Nee, das waren wir. Das waren wir. Oder? Doch, wir haben eine Bombe gesetzt, gerade eben. Dann sind wir wahrscheinlich direkt da an diesem Engel. Spawn-Engel gespawnt. So, Minotaur oder. Nee, Skullball, genau. Ha, ich kann mich gar nicht mal an die Namen erinnern. Eine Witch, die sollten wir aber schaffen. Ich muss nur. Oh, toll. Jetzt hat der Skullball seine Dingskirchen. Und die Aggro-Range von den Viechern hier ist auch wirklich nicht gerade schlecht. Also da kann man wirklich halben Kilometer laufen, die verfolgen einen immer noch. Das ist nicht gerade so schön. Vor allem, weil ich teilweise wirklich einfach nur komplette Folgen lang da einfach weggerannt bin. Dann war da ein Feind, der hat mich verfolgt. Und bis der mich endlich mal in Ruhe gelassen hat, war schon längst ein anderer Feind da, der mich dann auch wieder verfolgt hat. Und ja, immer so weiter. Kam der nächste, hat mich verfolgt, hat der vorige losgelassen, aber ja, war der nächste da und dann eben immer so weiter. Das war natürlich ziemlich nicht gerade schön. Ich sag mal so. So. Kann ich eigentlich noch irgendwelche Skills hier? Wahrscheinlich nicht, aber ne. Normal verbraucht man die auch direkt. So, was haben wir hier? Snowberry Bush. Snowberry, Snowberry. Jo. Und das war's dann auch schon. Was haben wir hier? Sind die feindlich? Jo, die sind feindlich. Genolle. Was die für Geräusche machen hier? Zu süß. Nein, ihr trinkt einen Trank. Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Böse, böse, böse. Gut, Theo. So. Ja, in dieser Folge sind wir gar nicht so schlecht. Das muss ich auch mal sagen. Aber ja, ich war davor auch immer sehr, sehr zurückhaltend, was die Gegner so anging. Und hier Kottenplan. Das ist auch nochmal was. So. Und was haben wir da? Noch eine Iceflower. Ja. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt machen kann. Wahrscheinlich erstmal einfach den Berg hier raufklettern. Das wäre schon mal eine gute Idee. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon vor anderthalb Monaten der Fall war, aber wenn man hier einfach Steuerung gedrückt hält an der Wand, dann kann man daran einfach stehen bleiben, also sich festhalten. Man kann auch so zur Seite klettern und zur anderen Seite. Und wenn ich wieder genug Stamina habe, dann auch nach unten. Und natürlich, wie immer, nach oben. Ich glaube, ich habe gerade was gesehen. Kann man auch. Ne, ich dachte schon, man könnte dann einfach hochspringen. Für ein kleines Stück und sich dann nur weiter oben wieder fest. Warte mal. Das müsste doch eigentlich so. So. Ja. Ah, nee, man kann gar nicht. Na, egal. Doppelsprung? Gibt's hier? Nee. Ah, ich kann mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Skills, bla bla bla. Inventory, bla bla bla. Toggle HP Bars. Was soll das denn sein? Goblin, dann toggle ich mal die HP-Bar. Ja, gar nichts. Das ist auch toll. Oder bringt das was bei meinen HP-Bars? Nee, auch nicht. Ja, super. Das liebe ich ja. Einfach so Einstellungen, die gar nichts verändern. Coppercoin. Und wieder eine für Rogue. Und, oh, boah, Mann, hier was für Mage. An die Betten erinnere ich mich noch, oder? Schlafsäcke. Kann man nämlich schön das Leben auffüllen und wieder der rote Himmel. Ja, an den erinnere ich mich auch noch. Keine gute Erinnerung. So. Und wir sind am Lagerfeuer und singen das Lagerfeuerlied. Das Lagi. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, ob man das gerade eben gehört hat, aber sehr schön, dass hier wieder gewisse Familienmitglieder einfach eskalieren. Meine Familie.